Und noch ein Film zum Thema Fußball startet in dieser Woche neu im Kino. Und um die Verwirrung perfekt zu machen, heißt der zweite Neustart Mario. Aber es geht diesmal nicht um Mario Götze, auch nicht um Mario Gomez. Nein, Mario ist ein Spielfilm über zwei fiktive Profispieler und ein immer noch heikles Thema im bezahlten Fußball, Homosexualität. Denn auch wenn seit dem Coming-out von Thomas Hitzlsperger immer mal wieder über das Thema gesprochen wird, bis heute hat sich kein aktiver Profi selbst geoutet. Der Neue in der Mannschaft bringt für Mario alles durcheinander. Na komm. Sein ganzes Leben hat er an seiner Profikarriere gearbeitet. Doch da ist etwas zwischen ihm und Leon. Etwas, das ziemlich schnell ernst wird. Doch es soll geheim bleiben. Mario hat Angst, dass, wenn der Vorstand weiß, dass er schwul ist, dass der Vorstand ihm sagen wird, dass die Fans werden das nicht ertragen, die Mitspieler werden das nicht ertragen und deshalb fliegst du raus. Und dann ist es vorbei mit seiner Karriere. Dass sie schwul sind, davon erzählen sie niemandem. Auch er hat lange geschwiegen. Thomas Hitzlsperger sagt erst nach dem Ende seiner Laufbahn, dass er Männer liebt. Gut vorbereitet wendet er sich an die Öffentlichkeit und erntet Respekt. All seine Ängste, sie waren unbegründet, sagt er mittlerweile. Ich kann darüber sprechen und kann sagen, mein Leben hat sich verändert. Es ist auf keinen Fall schlechter geworden. Den Ball, den Thomas Hitzlsperger ins Rollen bringen wollte, hat niemand angenommen. Auch hier nicht. Denn rein statistisch gesehen müsste auch einer von ihnen schwul sein. Doch geoutet hat sich auch bei Eintracht Norderstedt noch niemand. Das ist was Ungewohntes so und ich weiß nicht, wie man damit umgehen würde. Also würde ich jetzt so direkt erstmal antworten. Für mich persönlich wäre es kein Problem. Ich habe auch Freunde, die schwul sind, Trauzeuge sogar. Ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ich sehe nur eine Strategie. Weiterhin abstreiten. Als im Verein getuschelt wird, müssen sich Mario und Leon entscheiden. Krisengespräch mit den Spielerberatern. Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid nicht schwul. Eine Lüge, die Mario begleitet. Bis ins Stadion von St. Pauli, das der Hamburger Zweitligist für diesen Film zur Verfügung gestellt hat. Die Angst, sich zu outen, sei nicht ganz unbegründet, so einer der Spieler. Man spricht immer von dem Männersport, Fußball, und das geht hart zur Sache. Und ich glaube, dass jemand da mit dem Standing, homosexuell zu sein, auf ordentlich Gegenwind stoßen könnte. Der Film, er soll Rückenwind geben. Und deswegen zeigen sich die Profis von St. Pauli bei der Premiere. Sie alle hoffen, dass sich schwule Fußballer in Zukunft nicht mehr zwischen Liebe und Karriere entscheiden müssen. Und das war unser Kinoressort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.